lebt so in der unmittelbaren Nachbarschaft dieses Antennenfelds, weil dort passiert nichts. Dort passiert nichts. Weil es wird, Sie haben es am Anfang behauptet, Sie stahlen nur senkrecht nach oben und empfangen die Ergebnisse. Das stimmt ja nicht. Das ist ja auch in den ersten Experimentalpapieren, die veröffentlicht worden sind, ist schon drinnen gestanden, Sie stahlen sehr wohl schräg nach oben. Nicht? Und, naja, und gegen das sonst können Sie nicht Over-Horizon-Radar betreiben. Also ich glaube, in der unmittelbaren Umgebung ist hat also keiner von den Tappern und Ureinwohnern von Alaska berichtet, dass sein Funkgerät ausgefallen wäre durch HAB. Gut, wir wissen aber auch in den letzten Jahren, auch im Internet, wenn man nachschaut, es gibt also keine neuen Fakten. Es ist Mitte der 90er diese große HAB-Welle gewesen. Und es gibt also, du hast jetzt gesagt, das war aber auch schon eine ältere Sendung vom Artbell, die wiederholt wurde. Ein paar Monate her. Ja. Ist hörenswert. Sehr hörenswert. Mhm. Du hast vorher gesagt, dass durch HAB unter anderem die Ionosphäre angehoben werden kann. Jetzt beobachtet man seit Jahren eigentlich, oder mittlerweile seit Jahrzehnten, dass die Schumann-Resonanzfrequenzen immer höher frequenter werden, was aber eher darauf zu schließen ist, dass die Ionosphäre sich absenkt. Egal, man kann irgendwie anscheinend die Höhe der Ionosphäre beeinflussen. Glaubst du, dass diese Veränderung der Schumann-Resonanzfrequenz irgendwas mit diesen Versuchen zu tun hat? Weil die Schumann-Resonanzfrequenz, so wie ich das verstehe, hängt ja mit, wie hoch die Ionosphäre ist zusammen. Da der Chris bei dem Wort Schumann-Resonanzfrequenz so genickt hat, er hat leuchtende Augen, nehme ich an, dass er weiß, was das ist, und ja, gebe das Mikrofon weiter. Ich habe eigentlich mehr die Hände zusammengeschlagen. Ja, über die Schumann-Frequenz lassen sich ja zum Beispiel auch Blitze und dergleichen nachweisen über den halben Globus hinweg. Ob das wirklich was damit zu tun hat, keine Ahnung in dem Sinn. Es ist ja nicht so, dass HAB dauerhaft permanent immer nur jetzt Teile davon anhebt oder so. Es können auch genau genommen aus dem Plasmagürtel Stücke herausgeschnitten werden und bewegt werden, sodass HAB auch zielen kann auf diese Art. Ich glaube, das ist eher die Methode, was öfter angewendet wird. Mhm. Im Chat steht sehr gute, die einzige Abhilfe wahrscheinlich, wie Helfen meint, ich probiere es mal mit der rosaroten Brille, die hilft meistens. Aber Eraser fragt da, natürlich werden die Amerikaner nicht die einzigen sein, die mit dieser, ist es eigentlich Tesla-Technologie? Es wird vermutet, es gibt ja eine nachgewiesene Tesla-Technologie, das sind die Patente und die Schriften, die er hinterlassen hat. Da Tesla sich aber während des Großteils seines langen Lebens rühmte, dass er nichts aufschreiben muss, weil er alles im Kopf sofort visualisieren kann, und erst wenn er die Patentschrift schreibt, hält das schriftlich und bildlich. Es sind natürlich etliche Sachen, die, von denen er gesprochen hat in Zeitungsinterviews, die er schon im Kopf hat und die er schon weiß und die er demnächst machen wird, wurden nicht verwirklicht, gibt es keine schriftlichen Dokumente darüber. Jetzt ist es eine Tatsache, dass Nikola Tesla gestorben ist in einem Hotel, ziemlich verarmt, nachdem er aus etlichen anderen Hotels rausgeschmissen wurde. In New Yorker ist ein großartiges Hotel. Wunderschön, ja. Konnte, ich war ein Kaffee trinken. Konnte in vielen anderen Hotels nicht bezahlen, worauf sie immer sein Gepäck und seine Koffer und Kisten und Schriften einbehalten haben. Also es hat Lagerräume gegeben mit Schriften von Tesla. Es hat auch in dem Hotel New Yorker, das du kennst und wo er schließlich verstorben ist. Gute Hamburger, unglaublich. Nein, hat auch viele Schriften hinterlassen, und es geht das Gerücht, und wahrscheinlich mehr als ein Gerücht, das ist wahrscheinlich wahr, dass also unmittelbar nach seinem Tod eine Horde FBI-Agenten auftaucht, die sind alle diese Schriften beschlagnahmt hat und verschwinden hat lassen. Und die Tesla-Forscher, die also heute noch sagen, freie Energie wäre möglich, wir bräuchten die ganzen Energiekonzerne nicht, die uns ausbeuten, sondern wir könnten alle freie Energie haben, die sagen, dass also die amerikanischen Geheimdienste und die Forscher, die von ihnen bezahlt werden, heute noch mit Tesla-Technologie arbeiten und unter anderem auch HAB ein Erfolg dieser Technologie ist. Ja, weil du vorher Wetterbeeinflussung erwähnt hast, Reverse schreibt er, die Russen haben ja angeblich um 2000 rum offiziell zugegeben, das Wetter mit dieser Technik in einem 200-Meilen-Radius bestrahlt zu haben und irgendwie den Smog in Moskau zu reduzieren. Die machen mit Sicherheit was. Weißt du von irgendwelchen Wettermanipulationsexperimenten, die aufgrund von HAB-Technologien gemacht wurden in den vergangenen Jahren? Oder weißt du überhaupt, ob das funktionieren kann? Man weiß einiges von Tesla-Technologien, die ja angeblich die Grundlage sind. Also der Tesla, der sich in der Wüste von, ich glaube es war Nevada, traditionell ist die Wüste von Nevada immer gut für solche Sachen, aber in irgendeiner Wüste, ich weiß das auch nicht mehr genau, kann er sein, Arizona. Vielleicht Arizona. Wurscht, da hat er also eine Zeit lang eine Versuchsstation gehabt und hat also dort in einer Gegend, die nicht für die Genau, Gewitter. Der Tesla-Turm, den er gebaut hat. Der war in New Jersey und wurde nie fertig.
Aber er hat auch dort einen... Nein, es hat schon einen gegeben, der fertig geworden ist. Er wollte dann einen größeren bauen. Aber das war nichts anderes als Haupttechnologie, nur halt mit einem Turm. Hat aber es geschafft, in dieser Wüstengegend, die ja nicht gerade für ihre Unwetter und Gewitter bekannt war, also unglaubliche Blitze zu erzeugen, angeblich auch Kugelblitze, dieses Phänomen, nach dem alle heute noch suchen, künstlich zu erzeugen, und Unwetter und Gewitter. Und es wurde im Zuge der Hauptforschung, hat ein Forscher, den ich jetzt namentlich nicht nennen kann, weil ich finde ihn in dem Buch nicht mehr, hat mit einem senkrechten Hinaufstrahlen, also Regenwolken aufgelöst. Ja, das war Wilhelm Reich. Nein, das war der Reich, war mit Orgon, das ist wieder was also, anderes. Okay, ja. Also du meinst jetzt mit Haupttechnologie? Mit Haupttechnologie, okay. Also mittels dieser Extreme Low Frequencies Regenwolken aufgelöst in Minutenschnelle, die plötzlich weg waren. Es aber auch geschafft, über heiterem Himmel plötzlich Regenwolken zu erzeugen oder Unwetter zu erzeugen. Also es geht anscheinend. Wie es funktioniert, das wissen wir genauso wenig, wie es bei den Chemtrails wirklich funktioniert, aber dass es funktioniert, wissen wir. Ja, das war ein gutes Stichwort. Ihr habt in eurem Chemtrails-Buch, das ja diesem Sommer wirklich erscheinen wird, und das sehr gut ausschaut. Ich habe jetzt gerade die Druckfahnen gesehen, also man kann sich darauf freuen. Farbige Bilder, und in diesem Buch kommt ja auch HARP vor. Warum? Wo ist denn da der Zusammenhang? Wir haben schon darüber gesprochen, aber jetzt nochmal. Weil ein Kapitel drinnen ist, also zwei Kapitel, wo es um Wetterbeeinflussung geht. Also das eine Kapitel heißt, alle reden vom Wetter. Aha. Aber den direkten Zusammenhang zwischen HARP und Chemtrails, dass Chemtrails unter Umständen vielleicht eine Art Leitschicht, die ein bisschen niedriger ist, sein könnte? Nein, also gibt's ja auch in diesen Kapiteln geht es darum, was für Versuche zur Wettermanipulation es gibt. Da ja angeblich auch die amerikanische Regierung, auch wenn man das dem Bush nicht so richtig ansieht, schon begriffen hat, dass es 5 vor 12 ist, was das Klima, die Klimaveränderung betrifft, Maßnahmen ergreift, und zwar nicht irgendwas reduziert, was sie reduzieren sollte, sondern halt stattdessen mit HARP oder mittels Chemtrails das Wetter oder das Klima doch wieder unter Kontrolle bringen will. Und ich muss jetzt betonen, Willi, der jetzt da draußen sitzt und uns zuhört, hat vor Jahren mittlerweile in einer Sendung von der Reparaturindustrie gesprochen, die irgendwann einmal kommen wird. Und das ist sie, oder? Das ist die globale Wetterreparaturindustrie. Das ist die geheime globale Wetterreparaturindustrie, die auch unter Umständen Millionen Todesopfer in Kauf nimmt, weil es ist ja nicht sicher, ob durch HARP, also diese Strahlen, die angeblich alles Tote und Lebendige durchdringen auf der Erdoberfläche, wenn sie wieder reflektiert werden, oder durch Chemtrails. Da wird ja auch in Chemtrails-Schriften gesagt, okay, ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung wird sterben. Die sterben aber auch jetzt schon, wenn der große Hitze ist in Italien oder in Frankreich. Also das nimmt man in Kauf. Ja. Chemtrails, aber jetzt nochmal ganz kurz, das heißt, der direkte Zusammenhang zwischen den Chemtrails und HARP, in dem Sinne, dass jetzt nicht nur beides Wettermanipulation ist, sondern dass also diese leitenden Teilchen, unter anderem die in der Atmosphäre da angeblich ausgebraucht werden, genutzt werden, um quasi gewisse Effekte zu erzeugen, davon wisst ihr nichts. Das wäre eine Fortsetzung des Buches, die du schreiben könntest. Also davon wissen nicht nur wir nichts, davon ist auch noch nie. Es sind so andere Atmosphärenschichten. Das eine ist wirklich eine sehr, sehr erdnahe Atmosphärenschicht, in der diese Wettervorgänge passieren, und das andere ist eben ab 50 Kilometer bis 1000 Kilometer Höhe. Wie das eine das andere beeinflusst, ob es beeinflusst und ob es gezielt beeinflusst, wir haben nichts darüber gelesen und konnten auch nichts derartiges recherchieren. Es tauchen immer ein paar Verschwörungstheorien auf, wo sowas ausgesagt wird, aber es wird dazu meistens nichts belegt. Das ist dieselbe Theorie auch, wie gesagt wird, dass das Aluminiumpulver in Chemtrails drinnen auch mit Mobilfunksendern interagieren würde. Das ist also ebenfalls eine Verschwörungstheorie, die immer wieder angerissen wird, aber die nie weiter ins Technische ausgeführt wird. Ja. Und wenn wir jetzt von dem Chemtrails-Buch so gescheit gesprochen haben, mehrmals, möchte ich auch ein bisschen das vorlesen und zitieren, weil nämlich HARP und Chemtrails schon von den Gegnern beider Projekte als neue Weltordnung-Waffen bezeichnet werden. Also insofern hängen sie zusammen. Und Begich und Manning haben in ihrem HARP-Buch geschrieben, niemand weiß aber, ob durch eine Beeinflussung der Ionosphäre eine Kettenreaktion ausgelöst wird, die empfindliche klimatische Veränderungen zur Folge hat. Durch die Strahlung der Antennenfelder könnten etwa unabsichtlich die in der Atmosphäre befindlichen Flüsse aus Wasserdampf, die für die weltweite Wasserverteilung von Äquator zu den Polen hauptverantwortlich sind, abgelenkt oder unterbrochen werden, was schwere ökologische Katastrophen zur Folge hätte.
Würden derartige Veränderungen jedoch gezielt eingesetzt, um in bestimmten Regionen das Klima kurzfristig oder auf längere Sicht zu ändern, so hätte dies durchaus militärisches Potenzial und entspräche den Vorstellungen des ehemaligen Sicherheitsberaters der US-Regierung, Zbigniew Brzezinski, boah, hab's geschafft, der bereits Anfang der 70er Jahre in seinem Buch Between Two Ages meinte, dank neuer Technologien werden den Führern der bedeutenden Nationen Methoden zur geheimen Kriegsführung zur Verfügung stehen. Verfahren zur Wetteränderung könnten eingesetzt werden, um längere Dürreperioden oder Stürme hervorzurufen. Also das ist auch ein Teil dieser nicht letalen Waffentechnologie heute im Großen und am Himmel, mit denen nicht wirklich die großen Nationen, sondern Amerika in Wahrheit arbeitet. Und Eraser, ganz entzückend naiv, sagt er, glaub nicht, dass Hab ein Waffensystem ist. Moment, der Chat labert nicht genau, wenn ich das vorlesen möchte. Wo sollte Hab denn jemals als Waffe eingesetzt worden sein? Und da finde ich auch recht interessant, dass diese beiden Wissenschaftler, die bei Coast zu Gast waren, da auch davon gesprochen haben. Und dabei haben sie den Moderator sehr überrascht, weil der hat mit solchen Aussagen nicht gerechnet, dass Hab sogar Explosionen thermonuklearen Ausmaßes am Boden erzeugen kann. Habt ihr davon jemals gehört? Weil das finde ich erstaunlich. Gehört. Schon, ich möchte noch vorher was zu dem Einsatz als Waffe sagen. Die EU sieht Hab sehr wohl als Waffe. Es gibt eine EU-Resolution, in der Hab als Waffensystem thematisiert wird. Aha. Ich habe diese Teile dieser Resolution online gestellt. Es ist jetzt nicht von der Krop-Seite verlinkt. Es ist aber unter folgendem Link, wenn man das nimmt, ecolog.today.net und dort in diesem Blog nach Hab sucht, findet man diese EU-Resolution, wo das Ganze als Waffe thematisiert wird. Und die ist, glaube ich, aus dem Jahr 98 oder 99. Das heißt, es ist eindeutig ein Waffensystem. Nicht nur vielleicht, sondern völlig klar ein Waffensystem. Dann hat die EU nicht... Wenn sogar die halbblinde EU das so sieht. Ja. Also Eraser, Chemtrails, da bin ich mir nicht so sicher, aber Harp? Oh ja. Also ein gewisser Michael Josudowski, ein Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Kanadischen Universität von Ottawa, hat in einem Artikel geschrieben, Washington's New World Order Weapons can trigger climate change, im November 2000, und hat dahin geschrieben, die unter der Schirmherrschaft der UNO geführte wichtige Diskussion über globale Erwärmung liefert nur eine Teilansicht der Klimaveränderung. Zusätzlich zu den verheerenden Auswirkungen der Produktion von Treibhausgasen auf die Ozonschicht kann das Weltklima nun auch durch eine neue Generation hochentwickelter, nicht letaler Waffen verändert werden. Sowohl die Amerikaner als auch die Russen besitzen heute die Mittel, das Weltklima zu manipulieren. In den USA wird diese Technologie derzeit unter dem Mantel des High Frequency Active Royal Research Program, Klammer HAARP, als Teil der Star Wars Strategic Defense Initiative perfektioniert. Aktuelle wissenschaftliche Beweise deuten darauf hin, dass HAARP bereits voll einsatzfähig ist und das Potenzial besitzt, Überschwemmungen, Dürrekatastrophen, Stürme und Erdbeben auszulösen. Vom militärischen Standpunkt aus handelt es sich bei HAARP um eine Massenvernichtungswaffe, mit deren Hilfe die landwirtschaftlichen und ökologischen Systeme ganzer Regionen selektiv destabilisiert werden können. Bislang gibt es keine Beweise dafür, dass diese tödliche Technologie bereits zum Einsatz gekommen ist, dennoch sollten sich die Vereinten Nationen des Themas Umweltkriegsführung annehmen. Die Vereinten Nationen haben es bisher noch nicht gemacht, da gibt es ja auch schon Beschlüsse, die Jahrzehnte alt sind, dass also kein Staat das Recht hat, das Wetter und das Klima zu verändern zu Kriegsführungszwecken. Aber im EU-Parlament, wie gesagt, wurde bereits im Jänner 99 dieser Antrag eingebracht. Ganz kurz nur, weil der Gustav ganz Probleme hat mit dem Hören. Es gibt da mehrere Links, probieren wir beide aus und du musst die letzte Version von Winamp haben, sonst kann der Ock nicht streamen, bitte. Also, dass kein Staat das Wetter in kriegerischer Hinsicht beeinflussen darf. Es gibt eine offizielle Website vom amerikanischen Militär, die haben wir auch im Buch drinnen, da ist relativ genau.